herzlich willkommen zu unserem Radmagazin von Österreich dreht am Rad. Heute darf ich Sie aus dem Studio begrüßen und das hat auch guten Grund. Denn das Thema, das wir heute beleuchten wollen, betrifft mich auch in meiner Position als Radsportveranstalterin. Wir sprechen heute über Radsport in Zeiten von Corona. Worauf dürfen wir diese Saison hoffen? Wird es auch Radsportveranstaltungen geben? Und wenn ja, wie schauen diese aus? Wir haben Experten und Veranstalter für Sie direkt befragt und spannende Einblicke erhalten. Spannende Einblicke werden wir auch bekommen von unserem Studiogast Sebastian Baldauf. Sebastian, es freut mich, dass du heute da bist. Gerne. Ich bin auch froh, dass ich zu euch kommen durfte. Und ja, freue mich auf das interessante Gespräch jetzt dann. Ebenfalls. Und du bist ja heute aus dem Allgäu angereist. Kommst du auch ursprünglich aus dem Allgäu? Genau, ich komme aus dem Allgäu, ist ja nicht weit weg. Also ich glaube, ich bin eine Stunde bin ich hergefahren und selbst beim Trainieren früher öfter mal über die Grenze gefahren. Also von dem her jetzt nicht völlig unbekannt. Genau, ich wollte es gerade ansprechen, du hast ja trotzdem eigentlich einen relativ starken Österreich-Bezug. Und wenn ich richtig informiert bin, ja auch für einige österreichische Teams gefahren. Genau, also ich bin eigentlich die letzten Jahre nach dem Ende meiner Karriere nur für österreichische Teams gefahren, eben unter anderem auch für Vorarlberg, für Ringhof. Also von dem her habe ich auch einen starken Bezug zu Österreich. Genau, dass wir es für unsere Zuschauer vielleicht auch ganz kurz erklären. Du hast eine Radsportkarriere hinter dir, das heißt, du bist auch im Spitzensport unterwegs gewesen. Wie lange ist das her? Wie lange warst du aktiv? Genau, also es ist jetzt 2 Jahre her. Und war aktiv profimäßig 10 Jahre. Mhm. Und davor halt mit, wann habe ich angefangen? Mit 13. Ja. Genau. Und dann erstmal, wie das dann halt alles so abläuft, dann halt Bayernkader, Nationalmannschaft und dann halt 10 Jahre profimäßig. Genau. Und habe jetzt dann vor 2 Jahren mein Rad an Nagel gehängt. Ja, wie man so schön sagt. Genau, so halb, glaube ich, an den Nagel gehängt, weil ganz verschwunden aus der Radsportszene bist du ja noch nicht. Du hast ja jetzt einige zahlreiche neue Projekte angefangen. Was hast du in den letzten 2 Jahren unternommen? Ja, also erstmal wollte ich, das Allgäu ist natürlich auch perfekt zum Radfahren. Dann kam der ursprüngliche Gedanke, dass ich gesagt habe, okay, das Allgäu perfekt zum Radfahren, profimäßig bin ich eben Rad gefahren. Dann wollte ich oder habe Camps angeboten, Radcamps, Rennradcamps, Gravelbike-Camps. Und dann kam natürlich Corona. Ja? Und deshalb war eigentlich erstmal so angedacht, dass ich einen Fokus genau auf die Camps richte. Mhm. Und dann eben sage, baue ich im Hintergrund eine Radmarke auf, namens Baldiso. Genau, aber dann ist Corona gekommen, was dann alles ein bisschen geändert hat. Genau, wir haben ja im Gespräch vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Wie war für dich die Situation, als du voller junger Unternehmerfreude in deine Radcamp starten wolltest und es kam dann das offizielle, nein, dieses genau. Jahr geht es nicht. Wie war die Stimmung und was waren deine Optionen? Genau, wie du beschrieben hast, erstmal ist man natürlich voller Motivation und voller Tatendrang, man will loslegen, starten. Ja, und dann kommt Corona und gut, da kam mir auch ehrlich gesagt der Leistungssport zugute, dass ich gesagt habe, erstmal kriegt man natürlich auf den Schlag, auf den Kopf wie ein schlechtes Rennen sozusagen. Und dann kennt man das vom Leistungssport, man muss dann schnell, so schnell wie es geht, wieder aufstehen. Und weil die Idee eh schon im Hinterkopf war, dass ich so langsam im Hintergrund eine Radmarke aufbauen möchte, habe ich das dann halt doch umso schneller gemacht und auch umso steiler in den Einstieg und ja, fast umso größer und habt jetzt den vollen Fokus auf die Radmarke Baldiso gelegt. Mega. Also es ist ja, Corona ist eine Krise, wenn nicht sogar schlimmer als so manch eine andere. Und ich persönlich sehe das immer so, dass jede Krise entweder ein Untergang oder eine neue Chance bedeutet. Ich habe mich extrem gefreut, als du heute zu uns ins Studio kamst, weil ich glaube, das beleuchtet dieses etwas triste Thema doch von einer ganz anderen Seite, weil es in deinem Fall ja wirklich, ich glaube, du hast das komplette Potenzial ausgenutzt, das man nutzen kann. Genau. Und eben diese wahnsinnig tolle Marke gegründet. Du hast es schon angesprochen, Baldiso heißt die Radmarke. Genau. Was war deine Vision? Warum eine Radmarke gründen? Ja, im Grunde genommen, ich wollte einfach irgendwas Besonderes
Also erstmal, ich muss anders anfangen. Erstmal wollte ich, was für mich ganz wichtig, immer mit dem Sport, in erster Linie mit dem Radsport verbunden zu sein. Mhm. Ich meine, ich habe Sport, einen Radsport immer aus Leidenschaft gemacht. Und das war einfach deshalb auch Camps und Radmarke. Ich wollte einfach, ja, mit dem Radsport immer in Verbundenheit sein, ja. Und dann war es einfach die Vision, einfach, ja, auf dem Rad, wo ich 16, 17 Jahre lang, wo eigentlich nur ein Trainingsgerät mhm. war, wollte ich dann einfach so ein bisschen was anderes draus machen, so ein bisschen einen edleren, individuellen Räder rausbringen, ja, weil ich habe halt gesehen, okay, es gibt noch nicht so viel auf dem Markt, viele Lackierungen, alles ist vorgegeben und ja, da will Baldiso jetzt eben auch anknüpfen, dass wir sagen, okay, erstens edle Räder, also Bikes and Parts und dann auch sehr individuell, also auf den Kundenwunsch bezogen. Genau, das habe ich auch so wahrgenommen, dass das so ein bisschen euer USP ist. Genau, es ist alles individuell anpassbar. Genau, man kann sich wirklich sehr, sehr, sehr schicke Räder machen. Also genau, mir persönlich richtig. Gefallen sie auch. Eben auch, danke. Dann eben auch, dann eben auch mit einer eigenen Farbe. Ja. Also wir bieten jetzt eben den Kunden an, dass sie komplett ihre eigene Farbe auswählen können. Dann selbst können sie auswählen, ob Baldiso, so wie hier auf dem Rad, klein auf dem Unterrohr steht oder ganz schlicht und einfach nur ganz klein auf dem Oberrohr. Genau, und das ist so ein bisschen, wo wir hinwollen. Erstens was Edles und Individuelles, dass wir echt sagen, okay, die Kunden haben da ziemlich viel Freilauf. Top-Räder, individuell angepasst. Genau. Du hast uns auch einen kurzen Image-Clip, glaube ich, mitgebracht. Genau. In den würden wir jetzt gleich reinschauen und 30 Sekunden einen Einblick in Baldiso bekommen. Wirklich wunderbar, was du da geschaffen hast. Also ich kann es kaum erwarten, mal bei euch im Online-Shop zu stöbern und zu schauen, was ihr anzubieten hat. Du hast noch mehr gemacht als nicht nur eine Radmarke gegründet und eben auch noch Radcamps organisiert. Du bist auch der Leiter eines Jedermann-Radteams. Genau, richtig. Also wir haben, oder ich habe auch ein Jedermann-Radteam zusammen mit Siena Garden. Das ist ein Sponsor aus Münster. Und ja, die haben eigentlich schon vor Jahren mal ein Jedermann-Radteam gegründet. Ich wollte es jetzt auch natürlich mit der Radmarke. Und weil ich einfach, wie ich vorher auch schon gesagt habe, einfach Radsport der Leidenschaft ist, wollte das Rennfahren auch nicht komplett aufgeben, jetzt eher so ein bisschen zum Genießen. Und dann kam der Kontakt zustande zu Siena Garden, zu dem Teamchef, zu dem Frank. Und ja, genau, so entstand die Idee, dass wir gesagt haben, hey, da machen wir zusammen eine Geschichte. Und so ist eben Siena Garden Baldiso entstanden. Super, wie lange gibt es euch schon? Also Siena Garden Baldiso erst seit diesem Jahr. Mhm. Und Siena Garden allein gibt es schon länger. Aber Siena Garden Baldiso seit genau diesem Jahr. Okay. Aber aktuell leider noch ohne Rennen natürlich. Ja. Ja, genau darüber wollen wir heute unter anderem sprechen. Zahlreiche Veranstaltungen sind ungewiss, einige sind schon abgesagt. Es ist eine etwas schwierige Situation, ich nehme an, auch für Jedermann Radteams. Ja. Wie plant ihr die Situation, die Saison auch, und wie geht ihr mit dieser Unsicherheit um? Also ich glaube, da ist es jetzt als Jedermann-Fahrer, kann man da leichter damit umgehen. Wir sagen einfach, okay, bei uns steht sowieso der Spaß im Vordergrund. Wir wollen eh draußen Rad fahren. Ob jetzt da, klar, es sind alle heiß auf Rennen, aber wir sind sozusagen allzeit bereit für die Rennen und halten uns halt einfach mit Spaß beim Radfahren die Zeit offen und sind wie gesagt, allzeit bereit, wenn die Rennen dann vielleicht doch am Ende des Jahres noch sind, ja. Ja, das klingt immerhin noch nach einer guten Motivation. Genau. Gibt es was ihr euch von den Veranstaltern speziell wünscht? Ja, es ist, denke ich, schwierig zu sagen. Vielleicht, dass man mehr individuelle Sachen macht. Wären wir wieder bei individuell. Vielleicht sogar, ja, oder
individuell ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass man vielleicht mehr auf Zeitfahren, das auf einen Kontakt, komplett kontaktlosen Sport übergeht. Weil bei den Radmarathons steht man ja doch dann näher beieinander und da ist es, glaube ich, schwer, irgendwie das zu verhindern. Entweder, dass man nur Einzelzeitfahren macht oder vielleicht sogar über einen längeren Zeitpunkt, wo die Fahrer vielleicht einzeln die Strecken abfahren können, dass man da einfach das Ganze entzerrt. Ich glaube, eine Pauschallösung gibt es bei dem einfach nicht, aber das sind vielleicht so Sachen, wie sowas ausschauen könnte. Ja, Pauschallösungen können wir leider alle keine anbieten. Es gibt sehr vielen Veranstaltern so, auch unserem Team vom Dreiländer-Giro. Wir überlegen sämtliche Formate und Sicherheitskonzepte. Eine Veranstaltung, die sich nicht nur unseren Termin, sondern auch unsere Situation teilt, ist der Mondsee-Fünfseen-Radmarathon. Wir haben auch den Projektleiter Christoph Zallinger dazu befragt, wie er die Situation aktuell einschätzt und mit welchen Problemen er derzeit zu kämpfen hat. Die Situation ist, glaube ich, so wie bei vielen anderen Veranstaltern auch momentan, die kurz vor dem Event stehen oder zwei Monate davor sind. Sehr, sehr ungewisse Situation. Leider gibt es auch keine konkreten Vorgaben unserer Bundesregierung, wie es jetzt gerade mit so Großveranstaltungen weitergehen soll. Und das stellt uns natürlich auch vor Probleme. Es herrscht eine gewisse Unsicherheit. Jetzt ist der Stand aktuell so, dass wir uns eine Deadline bis 19. April gesetzt haben. Und bis dahin müssen wir die Entscheidung fällen, weil wir brauchen ja, sag mal, mindestens zwei Monate Vorlaufzeit für unser Event. Und bis dahin müssen wir Entscheidung fällen, ob wir heuer durchführen können oder nicht. Wir sind, ich glaube, mit sechs oder sieben anderen Veranstaltern, die bei der Austria Dotto dabei sind, eigentlich im ständigen Austausch, und ja, da ist die Situation eigentlich die gleiche. Die erste Veranstaltung wäre jetzt Anfang Juni, ich glaube, das wäre der Kärntner Radmarathon. Ich kann mir vorstellen, dass der Norbert Unterköfler jetzt auch schon ein bisschen unter Druck steht, was seine Veranstaltung angeht, nachdem der jetzt genau zwei Monate davor steht. Also der wird jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Tage und Wochen eine Entscheidung treffen müssen. Und genauso geht es eigentlich auch den anderen. Ja. Wir sind alle in der Ungewissheit geschuldet, eben auch dadurch, dass es eigentlich keine klaren Regeln momentan gibt für die Veranstalter. Und ja, da sitzen wir alle im selben Boot und können eigentlich nur zuwarten, was die nächsten Tage und Wochen bringen. Also wir haben ja jetzt aktuell schon 800 gemeldete Starter. Das Startgeld ist natürlich nicht verloren, also das werde ich auch immer wieder gefragt. Sollten wir heuer wieder absagen müssen, ist das Startgeld zum einen für nächstes Jahr gesichert. Also wer es quasi beibehalten möchte, der erhält dann 2022 einen garantierten Startplatz. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Datum, das wir dann bekannt geben werden, das Startgeld zu retournieren. Also da ist kein Startgeld von bereits gemeldeten Teilnehmern in Gefahr, seinen Wert zu verlieren. Wir werden das natürlich im Sinne der Teilnehmer wieder sehr unbürokratisch und einfach rückabwickeln. Am 19. April fällt also die Entscheidung für den Mondsee-Fünfseen-Radmarathon. Sebastian, wenn du so etwas hörst, Christoph hat es eh angesprochen, es wird zumindest das Startgeld schon mal nicht in Gefahr sein. Herrscht dennoch von eurer Seite als Hobbyradsportler für so Situationen Verständnis oder rüttelt das etwas an der Motivation? Teils, glaube ich. Also klar, herrscht absolutes Verständnis, aber es ist natürlich jeder heiß. Letztes Jahr waren schon keine Rennen. Letztes Jahr wollte schon jeder Rennen fahren. Jetzt hat jeder auf dieses Jahr gehofft. Über den Winter wahrscheinlich auch gut trainiert. Jetzt ist eventuell wieder nichts. Deshalb denke ich schon, dass es im Endeffekt schon auch an der Motivation rüttelt. Ja. Wir haben uns auch, also als Veranstalter, und wir sind auch alle sehr gut vernetzt, überlegen natürlich Konzepte, wie man eben die Radsportler trotzdem zum Radsport motivieren kann und soll, denn das ist ja eigentlich unsere Vision. Ich glaube auch, die Radsportveranstaltungen und Hobbysportveranstaltungen werden allgemein unterschätzt, weil es eben schon zur Sportbewegung in der Gesellschaft beiträgt. Jetzt überlegen wir natürlich viele Konzepte, die wir alternativ anbieten können. Du hast es jetzt schon angesprochen, man könnte Einzelfahrten überlegen.
Allerdings sind eben auch oft digitale Konzepte in der Überlegung. Wie steht ihr dazu? Habt ihr schon mal an virtuellen Rennen teilgenommen? Der Ötztaler Radmarathon hatte letztes Jahr auch das mit einer Spendenaktion verbunden. Seid ihr für so etwas offen und motiviert oder ist das alles schon längst 2020 und 2021 muss etwas Neues her? Nee, also das sind wir auf jeden Fall offen. Also wir finden das eine super Sache und lieber das, sage ich jetzt mal, bevor man gar nichts macht. Und es ist ja super, wenn da Veranstalter Alternativen anbieten. Also würde ich definitiv sagen, dass wir da offen dafür sind. Ja. Ja, das nehme ich auch tatsächlich so wahr. Ich lobe auch immer unser Teilnehmerfeld ganz fest und ich glaube, das geht uns Veranstaltern allen so und das stärkt auch uns extrem. Und natürlich zehrt das auch von Veranstalterseite etwas an der Motivation und es tut uns natürlich auch unglaublich leid, absagen zu müssen, wenn es denn zu so einer Situation kommt. Allerdings kommt da eben immer ganz viel Feedback von euch zurück und das liegt, glaube ich, einfach auch an der großen Liebe zum Radsport, die alle ein bisschen zusammenschweißt. Du warst ja auch hier in der Gegend schon unterwegs. Hast du Lieblingsstrecken in Vorarlberg, in Tirol, die du... Ja, ein Arlbergpass kenne ich von der Österreich-Rundfahrt noch. Prinzipiell ein schöner Pass. Gut, beim Rennen war der jetzt nicht ganz so schön. Aber, das kann ich nachvollziehen. Genau. Doch, aber der Arlbergpass, dann bin ich auch schon häufiger Bregenz hinten raufgefahren. Ist jetzt nicht so steil, eher ein gemütlicherer Pass, wenn man das so sagen kann. Würden jetzt wahrscheinlich viele Zuseher auch widersprechen. Aber an deiner Stelle mit deinem Trainingsniveau ist es natürlich... Jetzt fahre ich natürlich auch nochmal so flüssig rauf, aber es ist dann trotzdem noch ein bisschen was da von früher. Es ist nicht alles komplett weggeflogen. Einiges ist weg von früher, aber nicht alles komplett weggeflogen, ja. Ja, schön, dass du es nennst. Wir haben nämlich auch das Organisationsteam des Arlberg Giro befragt. Bist du beim Arlberg Giro selber schon einmal mitgefahren? Nein, mitgefahren bin ich da tatsächlich noch nicht. Weil ich ja profimäßig unterwegs war. Ich bin während meiner Karriere bin ich zur Vorbereitung für die Österreich-Rundfahrt bin ich mal den Tannheimer Talradmarathon mitgefahren und dann habe ich aufgehört und ehrlich gesagt nichts mehr gefahren beziehungsweise konnte seitdem nichts fahren, weil ja Corona ist ja. Leider, genau, ja. Leider, ja. Dann würde es ja 2021 eigentlich gerade richtig gut reinpassen. Der Arlberg Giro findet am 1.8. statt und ich glaube, das wäre ein Ziel, das du in Angriff nehmen könntest. Wir haben auch Martin Ebster befragt. Er ist unter anderem Direktor des Tourismusverbandes von St. Anton am Arlberg und eben auch Mitglied im Organisationsteam des Arlberg Giro. Und er wird uns mehr berichten, wie die Chancen zum Arlberg Giro stehen und wie sie sich vorbereiten. Man kann weder was planen noch was sagen. Es schaut zwar so aus, als ob der 1. August jetzt noch relativ weit weg ist, Anfang April, aber die Zeit vergeht relativ schnell und man müsste natürlich jetzt in die Planung gehen. Wir sind vorbereitet, wir möchten den Arlberg Giro gerne durchführen, müssen aber natürlich mit dem Land Tirol und auch dem Land Vorarlberg, die sind immer wahnsinnig hilfreich, aber die können derzeit noch keinen Bescheid ausstellen. Ja, wir haben derzeit 1200 angemeldete Teilnehmer und wir machen ganz bewusst keine intensive Werbung jetzt dafür, weil wir eben nicht wissen, findet das Ganze statt oder nicht. Wie gesagt, wir möchten gerne, aber es gibt derzeit auch Diskussionen, ist uns auch vom Land mitgeteilt worden, dass derzeit nur Spitzensportveranstaltungen genehmigt werden, Breitensport derzeit noch nicht. Das heißt, wir hängen alle ein bisschen in der Luft. Ja, grundsätzlich einmal optimistisch. Wir müssen davon ausgehen, dass es eine Sommersaison gibt, sonst könnte man nämlich gleich zusperren. Wir sind alle extrem optimistisch, gerade in Bezug auf Reiserestriktionen in Verbindung mit der Impfung, wenn sie denn wirklich einen Großteil der Menschen bekommen hat. Auch in Verbindung mit den möglichen Öffnungen unserer Zielmärkte und die sind natürlich in diesem Sommer ganz klar die Märkte im Dachraum, die Benelux-Staaten, also wir gehen da nicht weiter, auch in unserer Bewerbung nicht auf Übersee. Da haben wir schon das Gefühl, dass sich im Sommer da was entwickeln wird. Wir sind bereit, sowohl für die normale touristische Saison als auch für Veranstaltungen, aber gerade bei den Veranstaltungen muss man natürlich noch mehr die Covid-Sicherheitsregeln beachten und auch die ganzen Vorschriften, die an uns herangetragen werden. Und da sind wir, wie gesagt, derzeit noch ohne Planungssicherheit.
Die Planungssicherheit, die wir alle so gerne hätten, auch Martin hat sie eben leider nicht. Das geht uns wirklich allen gleich. Was Martin auch kurz angesprochen hat, ist eben der Ausblick auf die Impfungen und die hoffentlich bald kommende Reisefreiheit. Das würde natürlich auch für dich und dein Unternehmen, die Radcamps, eine 180-Grad-Wendung bedeuten. Wie stehst du dazu? Hast du die Hoffnung auf die Impfungen und auf die Reisefreiheit und planst du damit? Kurz gesagt, ich habe die Hoffnung, aber kann natürlich nicht damit planen. Also es wäre natürlich sehr schön, wenn da alles noch mehr ins Rollen kommt mit den Impfungen und dass man dann natürlich wieder alles ganz normal durchführen könnte. Denn ich meine Camps, ihr die Radmarathons, wir teilnehmen könnten, es wäre natürlich eine super Sache, aber ich glaube jetzt nicht, dass man zu 100% damit planen kann, ja. Genau, also es ist natürlich ein Thema, das insbesondere für österreichische Radsportveranstaltungen und die österreichische Radszene wichtig ist, denn die Reisefreiheit bedeutet für uns natürlich auch, dass der Großteil unserer Teilnehmer kommen kann und darf. Das ist jetzt nicht nur bei Radveranstaltungen ein Thema, sondern auch, wir haben später noch einen Beitrag von Packhoff Rohlich, der auch die Probleme anspricht, dass auch im Spitzensport die Covid-Situation zu Einschränkungen führt. Man hat immer das Gefühl, es läuft da alles ganz normal ab, aber eben auch nicht in allen Klassen. Wir hören gleich rein, er spricht insbesondere das Thema an, dass vor allem bei den Jugendlichen, die genau die Motivation benötigen würden, noch einige Einschränkungen herrschen. Naja, wir sind jetzt Anfang April, so wie ihr natürlich auch, und die Situation in Kärnten ist auch nicht anders als in anderen Bundesländern. Es ist vor allem hart für die Jugendlichen, die praktisch jetzt monatelang wirklich gefiebert haben, dass es da zu einer Renneröffnung kommt, beziehungsweise Saisoneröffnung kommt für die Elitefahrer und die Junioren. Ist ja die sehr erfolgreich schon vonstatten gegangen und der Nachwuchs hadert natürlich nach wie vor und wartet und die sind alle top vorbereitet, sind hoch motiviert und man muss sie praktisch jetzt mit einer anderwertigen Trainingssteuerung auch jetzt bei Laune halten und schauen, dass da die Motivation nicht verloren geht. Und das ist schon hart, aber es ist jetzt einmal bis dato kein Problem, weil es wären ja sowieso noch nicht allzu viele Rennen gewesen. Von dem her hoffe ich, dass es mit 1. Mai losgehen wird und dass man da die Möglichkeit kriegt, dann die jungen Leute wieder zu den Rennen zu schicken. Ja. Naja, wir sind jetzt alle auf Hold. Wir müssen jetzt einmal abwarten, wie sich die Situation generell einmal entwickelt, auch was die Reisefreiheit betrifft. Das ist der größte Hemmschuh, weil wir leben im Endeffekt alle, und das ist ganz Österreich, in erster Linie vom deutschen Markt, und der ist ja nach wie vor zu. Die Hotels bei uns sind zu, die Skigebiete haben jetzt größtenteils oder sind am Schließen oder haben schon geschlossen, sind in der Vorbereitung, die ganzen Trails herzurichten. Das wird jetzt mit Anfang Mai soweit sein. In einem Monat kann man bei uns schon wunderbar Mountainbiken. Auf der anderen Seite haben wir den Trauradweg, den Alpe-Adria-Radweg und viele, viele andere überregionale Radwege, die schon mehr oder weniger bereit stehen und entsprechend auch gepflegt wurden. Das heißt, die schauen schon in den Startlöchern. Es hat zwar jetzt ein paar Zentimeter geschneit von gestern auf heute, aber auch dieser Schnee wird nicht von langer Dauer sein, das wird wieder wärmer werden und ich glaube, in 14 Tagen spätestens geht die Radsaison so richtig los. Wir haben in den letzten 14 Tagen schon irrsinnig viele Radfahrer rund um die Seen gesehen. Das waren natürlich in erster Linie Einheimische oder überwiegend Einheimische, aber sobald die Grenzen aufgehen, sobald die ersten Hotels wieder öffnen dürfen, bin ich überzeugt, dass Kärnten da mit seinen Angeboten parat stehen wird und dass alles vorbereitet ist für einen schönen Radsommer. In wenigen Tagen, Wochen startet dann eben die Radsaison und auch wir können es absolut gar nicht mehr erwarten, ob jetzt mit oder ohne Veranstaltungen. Ich glaube, Sebastian, du nimmst diese Radsaison auf jeden Fall mit. Und wie schaut es aus mit deiner Marke? Merkst du schon, dass in Covid eigentlich eine erhöhte Nachfrage herrscht oder sind die Leute eher zurückgehaltener? Ja, also im Radmarkt ist definitiv eine sehr große Nachfrage da. Also sehr groß ist eigentlich gar kein Ausdruck. Es ist die Nachfrage so groß, dass man gewisse Teile, vor allem auch Schaltungen, fast gar nicht mehr herbekommt. Also
Wir sind mit drei, vier Monate ist nun momentan unsere aktuelle Lieferzeit. Aber da sind wir, würde ich sagen, vorn dabei. Wenn das vor 2 Jahren, wenn man das zu jemandem gesagt hätte, hätte er gesagt, oh, so lang. Jetzt sind wir da echt gut dabei, vorne mit dabei, weil viele Radmarken sind komplett für 2021 komplett ausgebucht, ja. Genau, das bekommt man auch so mit. Ich glaube, 2020, 2021, das sind die Jahre, die die Wörter Agilität und Flexibilität definitiv in die Top 10 der meistgenutzten Wörter wahrscheinlich gebracht haben. Ja. Auch Veranstalter müssen eben jetzt sehr flexibel und agil sein. So auch die Reiterkugel-Trophy, die eigentlich schon am 30.05. stattgefunden oder stattfinden sollte. Peter Gschwendtner, der Organisator der Reiterkugel-Trophy, hat aber bereits Auskunft geben müssen, dass dieser Termin sowohl leider nicht halten wird, aber das soll sie nicht davon abhalten, die Reiterkugel-Trophy nicht abzuhalten. Sie sind nämlich auf der Suche nach einem neuen Termin. Na, leider wird der Termin 30. Mai nicht halten. Durch dies, dass jetzt halt mit Corona doch immer noch solche Beschränkungen sind und wir ein internationales Starterfeld auch schon haben, also können wir am 30. Mai jetzt wirklich nicht einmal wahrnehmen. Und wir im Bezirk Kufstein sind ja derzeit noch rot oder mehr als rot. Und durch das sind derzeit halt auch noch ein bisschen die strengeren Auflagen einzuhalten. Es ist auch anders als wir letztes Jahr. Also letztes Jahr war das Ganze irgendwie absehbar, dass noch mit Ende Mai eigentlich vorbei ist einmal so irgendwie. Und die Zahlen haben sich dementsprechend besser entwickelt gehabt vor die Corona-Zahlen. Und da haben wir besser planen können. Und heuer ist jetzt wirklich so, durch das, dass wir auch noch jetzt einige tolle Partner bei uns an Bord mit dabei haben, da darf ich jetzt eigentlich schon gerne erwähnen, die Firma Ganselhaut, also der Markus Klotz und sein Team. Die Eventbranche steht ja auch komplett still. Und den Markus haben wir da mit seiner Ganselhaut-Firma gewinnen können. Wir sind dabei, dass wir sicher in der nächsten Woche auch die ganzen Teilnehmer, die was schon gemeldet sind, informieren werden und natürlich auch alle anderen, die was Interesse haben. Da bitte ich halt auch die ganzen Teilnehmer um Geduld noch ein bisschen und auch einmal um Verständnis dafür, dass einfach in der Zeit, die es einfach ein bisschen schwieriger ist. Wir sind auch in Kontakt mit dem Carsten Miggels und wenn er Zeit finden würde, gell, dann würde er noch am Start den Ottmar Bär bei der Moderation unterstützen. Also wir sind da sehr positiv in dem Fall wieder, durch das, dass es ja wirklich ist ein Freiluftsport ist. Es wird vielleicht eher so sein, dass man wieder schauen muss, dass im Start- und Zielbereich eher keine Zuseher vielleicht zu knapp zu bedürfen zu den Athleten. Und so kann man es eigentlich noch sicherstellen, dass auch dementsprechend noch die Veranstaltung wieder stattfinden kann. Die Reiterkugel-Trophy soll also stattfinden. Hoffen wir mal darauf, dass viele andere Veranstaltungen auch stattfinden. Wir haben jetzt einige Beiträge gehört. Was ist dein Fazit, das du daraus ziehst, Sebastian? Gibt es Veranstaltungen? Wie ist die Hoffnung von eurer Seite aus? Ja, also wir werden uns natürlich mit Freude vorbereiten, werden weiterhin versuchen, Spaß am Radfahren haben. Und ja, wie schon gesagt, sind jederzeit bereit und hoffen, dass wir noch das eine oder andere Rennen oder an dem einen oder anderen Rennen starten können. Genau, ich hatte auch so das Gefühl, ich finde, man merkt überall eine sehr optimistische Grundhaltung und eine optimistische Grundstimmung. Die Motivation ist auf allen Seiten noch da, das finde ich wirklich sehr wichtig und auch sehr schön. Und trotzdem gibt es natürlich einfach viele realistische Hindernisse. Deshalb würde ich mal sagen, ich glaube, es bleibt spannend. Peter hat es auch angesprochen, 2020 war alles etwas absehbarer, das Gefühl habe ich auch. 2020 gab es auch klare Regelungen. Ab da sind Veranstaltungen möglich, bis dahin noch nicht. Und jetzt liegt alles so etwas in der Verantwortung von Veranstaltern und eben auch von Radteams. Wie geht es dir damit? Hast du in deinem Radteam, fühlst du eine Verantwortung? Habt ihr ein ungutes Gefühl, wenn ihr eben zu großen Veranstaltungen gehen würdet? Oder seid ihr da zuversichtlich gestimmt? Nee, da sind wir auch zuversichtlich gestimmt, würde ich sagen. Also ich bin allgemein der Meinung, es muss halt jeder
selber verantwortlich umgehen. Ich meine, ich kann ja auch selber ein bisschen schauen, auch wenn ich bei den Radmarathons am Start stehe, dann umarme ich halt nicht jeden, dann lasse ich halt ein bisschen mehr Abstand. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache. Jeder muss einfach in der Gesellschaft ein bisschen mehr Eigenverantwortung übernehmen. Und ja, dann kann sowas auch leichter funktionieren, denke ich, ja. Der Meinung bin ich auch. Ich möchte auch noch gerne von unserer Seite des Dreiländer-Giro noch ein kurzes Update geben. Wir sind eben auch mit allen Ressourcen, die wir haben, drauf und dran, Sicherheitskonzepte und alternative Formate auszuarbeiten. Und sollte es möglich sein, sollten wir Genehmigungen bekommen, sollten all unsere Teilnehmer kommen dürfen und die notwendige Reisefreiheit bestehen, dann freuen wir uns riesig darauf, die Radsportler in Nauders begrüßen zu dürfen. Mehr Informationen wird es natürlich erst Mitte April, am 15. April dazu geben. Bis dahin heißt es noch Daumen drücken und wenn es nicht klappt, wie wir gesagt haben, dann lassen wir uns auf jeden Fall was Neues, Innovatives, Digitales einfallen und der Radsport bleibt auf jeden Fall auch 2021 genauso belebt wie je zuvor. Am Ende der Sendung möchte ich noch einen kurzen Hinweis geben. Die neueste Ausgabe von Sophie dreht am Rad gibt es nämlich auch bald abzurufen, nämlich ab morgen unter Studio K19 online. Vielen Dank auf jeden Fall für die Sendung und es hat mich riesig gefreut, dass du heute da warst, Sebastian. Ich glaube, wir haben noch ganz viel zu quatschen und ich hoffe, dass du nicht das letzte Mal da warst. Vielen Dank, gerne komme ich wieder. Hat viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.